In diesem Tutorial werde ich euch erklären, wie man mit GWX ein Szenario erstellt. Und zwar starten wir dazu erstmal die GWIDE. GWIDE bedeutet so viel wie Goldenwipf Extreme Integrierte Entwicklungsumgebung. Und ja, dann haben wir hier den Ordner Packs. Da haben wir verschiedenste Packs, Arcade, Engine, Examples, Hazard, Object, System und so weiter. Und in Packs machen wir Rechtsklick drauf, Neu, Pack. Jetzt geben wir den Namen an, wir nennen das Test-Szene, so wie Test-Szenario. Dieses Test-Szene hat jetzt verschiedenste Ordner, Graphic, da können Grafiken rein, Logic, da sind die Skripte drin. Und im Menü haben wir das Menü und die deutsche Sprachübersetzung und die englische Sprachübersetzung. Außerdem haben wir hier zwei Dateien, Info und Packs. Zuerst testen wir das mal. Und zwar müssen wir aufpassen auf diesem Startbutton, dass hier nicht Object Simple Test angekreuzt ist, sondern ganz unten hier das Test-Szene als einziges Pack. Und jetzt drücken wir OK. Und das ist unser Testszenario. Und zwar sieht man hier, dass wir eine Windmühle haben und wir haben in der Hand eine Flagge und einen Bausatz. Ja, hier sehen wir auch die Skriptkonsole, die hat uns unsere Fehlermeldung ausgespuckt. Und ja, die können wir getrost wegklicken. Jetzt untersuchen wir das Szenario doch mal etwas genauer. Wir haben hier die Datei Packs. Das ist die Liste aller Abhängigkeiten dieses Szenarios. Das heißt, wir sind zurzeit nur von Objects abhängig. Wenn wir jetzt eine Ritter-Erweiterung machen, dann müsste hier zum Beispiel noch das Ritterpack dazu. Machen wir aber nicht. Bei Info haben wir hier einige Festlegungen, zum Beispiel Name Testszene sollte stattdessen lieber Testszenario sein. Wir können das ja mal ausprobieren mit GWX. Wenn wir hier auf Neues Spiel starten, auf Fremdpacks gehen, haben wir hier jetzt den Eintrag Testszenario. Und wenn wir hier reinkommen, haben wir gleich das Menü, was wir danach betrachten. Titel von Testszene, Beschreibung von Testszene, Start und Zurück. Und zwar ist das hier im Ordner Menü, hier index.hdsl, schön umschlossen von HDSL. Dann haben wir hier H1, das $Testszene_Title und anschließend Testszene_Desk, einen Zeilenumbruch und einen Button mit Start und einen Button mit Zurück. Und dieses OnClickStart bedeutet, dass das Szenario starten soll. Und zwar, wenn wir auf Start gesetzt haben, dann muss die Umgebungsvariable Packs auf Testszene gesetzt sein. Und das machen wir hier mit diesem Setter. X Content gleich Setter, Effect Packs, Value gleich Testszene. Das heißt, er setzt meine Variable Packs auf Testszene. Wenn ich jetzt meine Settings anschaue, haben wir hier Packs gleich Testszene gesetzt. Ja. Und jetzt haben wir hier die zwei Dateien de.lang, haben wir Testszene_Title, haben wir Titel von Testszene, da sagen wir aber unser tolles Testszenario. Und als Beschreibung, hier kann man nicht viel erleben. Und in US American, this is our great test scenario.
und bei Description enjoy it. Jetzt können wir das mal ausprobieren, indem wir die Engine wieder starten. Auf neues Spiel, Friend Packs, Testszenario, haben wir jetzt hier unser tolles Testszenario. Hier kann man nicht viel erleben, und wenn ich auf Start drücke, dann, wie immer, sehen wir unsere karge Landschaft. Jetzt zum Szenario-Skript. Wir haben hier verschiedenste Funktionen ausgefüllt für das Szenario, zum Beispiel virtuellScenario.init. Hier können wir verschiedene Strukturen, also Gebäude, erstellen. Hier haben wir Create Structure Windmill an der Position 60, 20, 80. Und jetzt erstellen wir noch an der Position 20, 20, 40 eine Hood 1. Einfach mal ausprobieren. Hier wieder auf Starten klicken und das Testszenen. Und hier haben wir unsere Bambushütte. Als nächstes die Regeln, Tageszeiten, dass der Shop aufgefüllt wird, dass wir Team-Konto haben und dass alle dieselben erforschten Gegenstände haben. Wir haben keine Spielziele, ein leeres Array von Klassen. Wir haben, was man kaufen kann, haben wir Objects.Items, Objects.Weapons und Objects.Vehicles. Wo man diese Objektliste herbekommt, zeige ich euch. Und zwar in Objects haben wir Logic, das Script Pack, und hier sind unter anderem auch die Materialien aus dem Originalpack, die wir dann benutzen können, zum Beispiel Sand, Gold, Moss, Snow und so weiter. Und außerdem haben wir hier die Funktion Weapons, Animals, Base Materials und so weiter. So, testen wir das einfach mal. So, hier sind jetzt also die Vehicles und, oh, da sind einige Sachen doppelt. Das heißt, wir haben noch was falsch gemacht. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir kaufen einen Terraflint. Und noch einen und die. Und also zurück zu unserem Szenario. Wir haben hier Start Wealth, also unser Startguthaben pro Spieler, und außerdem Init Player. Hier haben wir, also wir legen uns zuerst einen Wump an. Den erstellen wir an der Position 3853, -3853. Außerdem bekommt der Spieler diesen Wump als Crew. Der Wump wird auf den Boden gesetzt, weil wir erstellen ja an der Position 85. Und außerdem bekommt er einen Conkit, also einen Bausatz. Und eine Flagge. Und von dieser Flagge wird der Eigentümer auf mich gesetzt. Und es wird ihm auch als Content gesetzt. Und jetzt können wir ein neues Item hinzufügen ins Inventar, und zwar wump.createContents. Und zwar einen neuen
Teraflint. Und den können wir jetzt auch gleich benutzen. Als nächstes vielleicht noch ein bisschen Landschaftsediting. Und dazu starten wir wieder das Szenario. Diesmal gehen wir in den Editor rein und wir haben jetzt verschiedenste Pinsel, zum Beispiel den Voxel Cube. Man kann mit Steuerung Scrollrad auch die Größe des Tools verändern. Wir können über die Tasten 1, 2, 3 und so weiter diese verschiedenen Pinsel auswählen. Und mit der Taste E kann man die Materialien hin und her schalten. Man kann mit WASD steuern und mit dem Scrollrad kann man hoch und runter wechseln. Und hier funktioniert sogar der Wasserfluss. Das ist zum Beispiel Eisenerz und Lava, die noch nicht fließt, und Steine. Und damit können wir uns jetzt eine schöne Landschaft malen.